Ja, Umweltinformatik ist die Schnittstelle zwischen der ganzen Information der Natur und die Art und Weise, wie wir diese auch verstehen können bzw. analysieren können. Der Studiengang ist breit gefächert, sodass man viele Einblicke bekommt. Die HTW ist deutlich praxisnäher. Hier ist es halt so, dass man von Anfang an ein bisschen Informatik und Umweltwissenschaften hat und einfach nicht nur die ganze Zeit vom Rechner hocken. Die Stärke der Umweltinformatik ist die Interdisziplinarität. Man kann in jegliche Bereiche gehen, ob man Ressourceneffizienz in Unternehmen optimieren will oder eine Webseite erstellen will oder ein Geoinformationssystem entwickeln will. In dem Praxisprojekt, was wir gemacht haben, haben wir uns mit einer Hochwasser-App auseinandergesetzt, mit der man in der Lage ist, jetzt Hochwasser von Flüssen rechtzeitig zu erkennen. Durch den Klimawandel kommt es auch bei kleineren Flüssen immer häufiger zu Hochwasserereignissen. Und das Problem an diesen Flüssen ist, dass es dort keine automatische Bestimmung der Wasserstände gibt, da sie diese Pegelmesssysteme halt sehr teuer sind. Und mit dieser App wollen wir halt diese Lücke schließen. Die Ursachen für Umweltprobleme sind vielfältig und deren Lösung ist die Aufgabe der Zukunft. Im Studiengang Umweltinformatik der HTW Berlin lernst du hierfür moderne Techniken der Informatik zu entwickeln und anzuwenden. Dies machst du mit dem Ziel, Informationsverarbeitungsverfahren zu unterstützen, die einen Beitrag zur Untersuchung, Minimierung und Vermeidung von Umweltbelastungen leisten. Dabei erwirbst du weitreichende Kenntnisse, wie du mit Hilfe von IT-gestützten Verfahren menschliche Einflüsse auf die Umwelt messen und analysieren kannst. Auch um auf ökologische Probleme aufmerksam zu machen, konzipierst und nutzt du moderne Methoden der Informatik. Zur Visualisierung und Auswertung von Umweltzuständen gestaltest du Applikationen unter Verwendung von multimedialen Umweltinformationssystemen und komplexen geografischen Informationssystemen für den Anwendungsbereich Umweltinformatik. Verfahren der Modellbildung und Simulationen werden auch Teil deines Studiums sein. Sie dienen unter anderem der Unterstützung von Forschung und Wissenschaft oder als Grundlage für politische Entscheidungen. Das Studium der Umweltinformatik an der HTW Berlin eröffnet dir somit unterschiedliche berufliche Möglichkeiten, dich in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung oder Technik für das Thema Nachhaltigkeit einzusetzen und gleichzeitig neueste IT-Systeme mitzugestalten. Außerhalb meines Studiums engagiere ich mich für den urbanen Garten der HTW, denn meiner Meinung nach ist auch das Teil der Umwelt und auch der Informatik, denn wenn wir wissenschaftlich festhalten können, dass effizientes und selbstversorgendes Leben auch in den urbanen Räumen funktioniert, dann haben wahrscheinlich mehr Leute dafür Interesse. Wir messen hier jetzt gleich den Garten zentimetergenau aus, um dann eine exakte Karte zu haben, wo welche Beete liegen. Und dann können die jeweiligen Beetbesitzer eintragen, wem welches Beet gehört und was sie gerade anpflanzen. Den Studieninteressenten, die sich für die Umweltinformatik interessieren, aber befürchten, nicht gut genug in Mathe zu sein, würde ich sagen, dass sie sich überhaupt keine Sorgen machen müssen, weil es gibt ein Tutorium und alle, die hier daran beteiligt sind, geben sich wirklich alle Mühe, damit jeder Student diese entsprechenden Kurse auch schafft. Die Spezialisierung auf die Umweltinformatik ist für mich sinnvoll, weil in allen Bereichen die Digitalisierung immer wichtiger wird. Und auch im ökologischen Bereich gibt es viele Probleme, die mit der neuen Informationstechnologie gelöst werden können.